Nichts scheint mehr sicher in der Welt des Internet seit den Enthüllungen von Edward Snowden. Nicht einmal das Handy der Kanzlerin war vor dem Zugriff der Geheimdienste geschützt. Und wer will ihr nun beispringen? Ausgerechnet die Hacker vom Chaos Computer Club. Einst als digitale Einbrecher kriminalisiert, sind sie es heute, die zum Schutz von Millionen Nutzern Sicherheitslücken aufdecken. Der letzte spektakuläre Fund von Forscher Tobias Engel, eine Schwachstelle im Mobilfunknetz, die es ermöglicht, allein mit der Telefonnummer den Aufenthaltsort eines Opfers herauszufinden und seine Bewegungen teils straßengenau zu verfolgen. Dann kann man sich in Gespräche einschalten, die halt abhören, ohne dass der Teilnehmer es merkt. Man kann aber auch Sachen machen, wie zum Beispiel eine Rufumleitung aktivieren auf dem Telefon, zum Beispiel auf eine sogenannte Premium-Rate-Nummer. Und dann auf Kosten des Mobilfunkteilnehmers diese Premium-Rate-Nummer anrufen, ohne dass der das mitbekommt. So könnten Kriminelle die Lücke im Netz nutzen und mit hohen Telefonrechnungen viel Geld verdienen. Auch die Geheimdienste könnten das nutzen, warnt der Chaos Computer Club. Mit der Veröffentlichung der Sicherheitslücken wollen wir natürlich letztendlich auf eine Verbesserung der IT-Sicherheit hinweisen. Das ist ein wichtiger Aspekt, dass über solche Schwierigkeiten gesprochen wird und auch Lösungen dafür gesucht werden. Obwohl die Netzbetreiber beteuern, sie hätten bereits reagiert, arbeiten die Hacker lieber weiter an einem unabhängigen Warnsystem für Handynutzer. Eine kostenlose App soll darüber wachen, was eventuell unbemerkt auf der Ebene der Handynetze vor sich geht. Das ist umso wichtiger, als unter Kriminellen offenbar bereits Geschäfte gemacht werden mit dem Wissen um die neueste Sicherheitslücke.